Der Nuova Chroma. Bewährte Technik im neuen Look. Der Nuova Chroma besticht durch sein neues Aussehen. Durch den sportlich-dynamisch doppelten kühlen Grill lehnt er sich an die Optik des Bravo an. Die aerodynamisch geformte Motorhaube trägt ihrseits zu einem bestechenden Outfit bei. Die neu gestalteten Seitenlinien sind mit Chromstäben versehen, die sowohl stabilitätsverstärkend als auch optisch sehr gut ankommen. Das Heck markiert ein zweifarbiges Schild. Insgesamt ist der Nuova Chroma ein optischer Erfolg, der seine technisch erfolgreiche Tradition fortsetzt. Die Motorisierung setzt auf etablierte Motorleistung. Der Nuova Chroma verfügt über den 1,8 Liter mit 140 PS sowie den 2,2 Liter mit 147 PS. Die Diesel-Variante bietet drei Versionen zur Wahl. Der 1,9 Liter Multijet mit 120 PS und 280 Newtonmeter Drehmoment, den 1,9 Liter Multijet mit 150 PS und 320 Newtonmeter und den 2,4 Liter mit 200 PS und 400 Newtonmeter. Selbstverständlich entsprechen alle Motoren den entsprechenden EU-Normen und sind mit Feinstaubpartikelfilter ausgestattet. Die Benzinversionen erzielen Spitzengeschwindigkeiten von 205 bis 210 km pro Stunde bei einem Verbrauch zwischen 7,4 und 9,4 Liter pro 100. Die Dieselversionen kommen auf 195 bzw. 216 km pro Stunde bei Verbräuchen zwischen 6,1 und 8 Liter pro 100 km. Alle Diesel sind durch das A-Energieeffizienzetikette gekennzeichnet. Der Innenraum hat beachtliche Neuigkeiten aufzuweisen. Das Cockpit erscheint mit einem interaktiven Lenkrad sowie neue Armaturentafel und andere Applikationen. Die Elektronik setzt auf eine weiterentwickelte Blue-and-Me-Technologie. Selbstverständlich fehlen weder mobiles Telefon noch Stimmerkennung noch integrierter MP3-Player im Bordsystem. Der Innenwohnraum. Nicht nur die Außenhaut wurde neu gestaltet, sondern das Augenmerk der Konstrukteure zielte auch auf den Innenraum. Großzügig dimensionierte Sitze, sowohl vorn als auch im Fond, zieren das innere Ambiente des Nuova Chroma. Eine multifunktionale Lehne im hinteren Sitzbereich bietet die Möglichkeiten, auch zusätzliche Ladungen mit an Bord zu nehmen, ohne den Sitzkomfort zu beeinträchtigen. Unsere Meinung: Der Nuova Chroma hat unbestreitbar an Eleganz gewonnen. Die Linie ist fein und angenehm geworden. Die etwas knollige Form der Vorgängersmodell wurde zugunsten einer reifen Erscheinungsweise aufgegeben. Wir haben die Gelegenheit gehabt, einen kurzen Test mit dem Chroma Diesel 2,4 Liter Version durchzuführen. Auf Autobahnen überzeugt unser Testfahrzeug mit ruhiger Laufleistung und kraftvoller Beschleunigung. Im Stadtverkehr verhielt er sich diskret, zuverlässig und komfortabel. Als einzig negativ empfanden wir die etwas aufdringliche Holzapplikation, die das Innenraumbild etwas verminderte. Der Nuova Chroma wird in der Schweiz ab Dezember zur Verfügung stehen. Preise stehen noch nicht fest. Die Garantiebedingungen sollen bei 5 Jahren bzw. 500.000 km liegen. Selbst eine Rückgabe bei Nichtzufriedenheit innerhalb von 3 Monaten Abkauf soll möglich sein. Jean-Louis Vidal, autotop.ch